Die Lage der Pressefreiheit in Deutschland ist spitze? Nicht ganz. Natürlich genießen wir im Vergleich zu anderen Ländern eine vielfältige Presselandschaft. Aber auch in Deutschland hat sich in den letzten Jahren eine immer pressefeindlichere Stimmung eingenistet. Auch unser Rückblick auf das vergangene Jahr zeigt, dieser Trend hat sich noch nicht normalisiert. Für 2023 konnte Reporter ohne Grenzen 41 Übergriffe verifizieren. Im Jahr 2022 waren es 103. Zum Vergleich, 2019, vor der Pandemie, waren es 13. Die Medienschaffenden wurden geschlagen und getreten, ihre Wohnhäuser wurden mit Hakenkreuzen beschmiert und einer Journalistin wurde sogar Hundekot ins Gesicht gerieben. Die Journalistinnen und Journalisten wurden erneut vor allem auf politischen Versammlungen angegriffen. Besonders gefährlich rechtsextreme und verschwörungsideologische Demonstrationen. Leider nicht für Reporterinnen und Reporter. Für Januar und Februar wurden uns bereits einige alarmierende Vorfälle gemeldet. Ihr wollt wissen, wo in Deutschland besonders viele Medienschaffende angegriffen wurden und welche Neuigkeiten es in Sachen Überwachung und Gesetzgebung gibt? Unsere jetzt veröffentlichte Nahaufnahme zeigt euch den vertieften Überblick.